Herzlich willkommen bei Enjoy Your Camera. Was habe ich heute für euch Schönes? Es sind heute nicht die Lens Bracelets, sondern wie ihr hier sehen könnt, die Lens Band Objektivringe in verschiedenen Farben. Bei diesen, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, das ist so ein hellgrünes, das leuchtet im Dunkeln. Jeder, der damit auf einem Konzert unterwegs ist oder so, wird wahrscheinlich sehr auffallen. Dann natürlich standardmäßig noch andere Farben. Ich war einfach mal so frei und habe die alle um mein Handgelenk gemacht, so dass ihr sehen könnt, welche Farben es so gibt. Von Lila, Gold, Orange, Rosa, Blau, Weiß, Rot, Gelb, Grau und mein Favorit. Man sieht es leider nicht ganz, so ein dunkelrosa. Sieht auf dem Objektiv sehr cool aus. Wofür sind die Lens Bands? Ich demonstriere euch das mal kurz. Ich habe hier eine Pentax K200. Man kann sie natürlich, die Lens Bands, ich nehme jetzt mal auch dieses, einfach über das Objektiv rüber und dann auch dort, wo ihr die Schärfe sitzen habt, beziehungsweise wo ihr den Schärfeziehring habt, habt ihr das Ganze hier. Es sieht erstens cool aus, aber nicht nur das, es hat auch noch eine Funktion, was ich euch gleich an dem anderen Objektiv noch einmal zeigen werde. Also dieses würde jetzt im Dunkeln leuchten. Ich lege das mal kurz zur Seite. Nehme jetzt mal ein Teleobjektiv raus, was nicht innen fokussierend ist, sondern dass ich so ausfahren kann. Es sei gesagt, das Objektiv ist kaputt. Nicht wundern, dass ich hier jetzt hin und her fahre. Also es hat schon seinen Grund. Und im Endeffekt ist es dafür gedacht, für Leute, die etwa so fotografieren müssen oder selbstverständlich auch so. Ihr werdet es gleich sehen. Und zwar nennt sich das Objektiv kriechen, dass der Tubus automatisch rausfährt. Und natürlich auch, wenn ich nach oben fotografiere, automatisch wieder einfährt. Um das Ganze zu verhindern, könnt ihr die Lens Bands einfach über das Objektiv stülpen. Hier wird es ein bisschen enger werden, weil das Objektiv relativ groß ist. Auch keine Angst haben, dass es reißt. Es ist wirklich sehr elastisches Silikon. So, jetzt habe ich es vorne an dem Objektivring für die Schärfe dran. Das heißt, erstens, es sieht wieder cool aus. Ihr könnt sofort sehen, wenn ihr, sage ich mal, einen Objektivpark habt. Ah, hellblau, das ist doch das 70-200. Oder nehme ich jetzt mal eine andere Farbe. Hier packe ich jetzt einmal schwarz drüber. Und ihr habt natürlich auch eine gewisse Griffigkeit zusätzlich, falls das nach einiger Zeit abgescheuert ist. Könnt ihr sagen, ah, da ist das 85er oder welches ist das hier? Steht nicht drauf. Doch, das 85er. Könnt ihr sofort am Objektivpark, ohne dass ihr groß gucken müsst, welches es ist, greift ihr einfach, ah, schwarz 85er, okay, brauche ich nicht, ich nehme das 70-200er. Denn dann ist es hellblau oben. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, wie gesagt, wenn der Tubus so ausfährt, dass ihr einfach das Lens Band, wie gesagt, das ist ein leider schon defektes Objektiv. Eigentlich würde dieses Teil hier sich mitdrehen, wenn der Tubus ausfahren würde. Deswegen zeige ich euch das nur mal, wie es eigentlich wäre. Ihr könnt dann das Lens Band ein bisschen nach hinten verschieben, sodass ihr den hinteren Ring gleich so mit fixiert, und das heißt, wenn es jetzt heile wäre, könnte der Tubus auch nicht ausfahren. Also im Normalfall könntet ihr das dann hier fixieren, könnt weiter drehen und der Tubus geht nicht nach unten hinweg. Dafür sind die Lens Bands. Ich finde sie sehr genial. Jetzt nicht, weil sie die Funktion haben des Objektivkriechens. Für mich ist es im Endeffekt ein Gimmick zu seinem Objektiv und die Funktion, die man damit machen kann,
dass man das Objektivkriechen, das Creepen vermeidet, ist natürlich ein super Beigeschmack. Aber für mich ist es wichtiger, persönlich, sie sehen einfach cool aus. Ich wünsche euch viel Spaß damit, testet es mal in Ruhe durch. Jetzt wisst ihr, was die Lensbands tun. Cool aussehen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.